Wo bin ich hier? Am Ende der Welt? Dieser Ort ist bekannt dafür, dass es hier spukt. Hey, auf der Suche nach Materia? Heute reist man per Wheelie. Ist es Materia? Ist es Eis? Nein, es ist Materia-Eis. Probieren Sie unsere Heute reist man per Wheelie. Warst du schon an dieser Strandbar? Ich hätte gern etwas Kühles zu trinken. Es tut mir leid, aber der Zutritt ist nur Gästen unseres Hotels gestattet. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wärst du bereit für einen Auftrag? Kommt drauf an. Keine Angst, ist ganz einfach. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Mit mir? Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Und unsere neueste Kollektion soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Und die Modenschau ist auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Was ist? Habt ihr Lust bekommen? Meinst du diesen Shinra-Wissenschaftler? Wir waren nur auf Bitten des Bürgermeisters bei ihm. Das ist alles. Okay, ein bisschen haben wir vielleicht auch gehofft, er könnte uns zu einem Laden in Midgar verhelfen. Daraus wurde aber nichts. Deine Freundin scheint bei euch die Hosen anzuhaben, stimmt's? Mit unserer neuen Kollektion wollen wir selbstsichere und zielbewusste Frauen ansprechen. Du kannst ihn aus der Reserve locken. Das habe ich sofort erkannt. Habe ich recht? Also, ich weiß ja nicht. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Überlasst alles uns. Wir planen für euch den perfekten Tag. Ich warte bei der wilden Hatz. Und ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Aber lasst euch nicht hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Ich werde mir auch etwas einfallen lassen, das ihr nicht mehr vergessen werdet. Aber zuerst solltet ihr bei Naomi und Fran vorbeischauen. Fran wartet bei der Piratenparty und Naomi bei der wilden Hatz auf euch.
Nicht ungewöhnlicher Job für dich, oder? Hab doch einen Profi an meiner Seite. Oh, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Und was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Ah, auf den Dächern vielleicht? Warum nicht? Ja, hat Spaß gemacht damals. Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Du musst nur die Zielscheiben treffen und damit auch ihr Herz. Nicht schlecht. Aber ich glaube, ich könnte das sogar noch besser. Eine Frau, die weiß, wie man Männerherzen erobert. So soll es sein. Mit dem Schwert hätte ich es besser hingekriegt. Er hat das alles für sie getan. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Euer Date ist hier aber noch nicht zu Ende. Naomi erwartet euch bei der Wilden Herz. Ich bin richtig gespannt, was wohl als nächstes kommt. Hoffentlich nicht wieder so ein Schrott. Ach, Cloud, hab doch einfach mal ein bisschen Spaß. Du weißt, dass das hier ein Job ist. Der Alleskönner kann alles außer sich amüsieren, was? Ich bin jedenfalls in der richtigen Stimmung für dieses Date. Und ich im Kampf- oder Fluchtmodus. Warum das denn? Hab's nicht so mit Dates. Ach, was du nicht sagst. Die
die besten Sachen in ganz Costa findet. Ob Hufe, Krallen oder Tanz. Oh, das seid ihr ja endlich. Beeilt euch, das Rennen fängt bald an. Welches Rennen? Wilde Hatz ist die beliebteste Ballsportart in Costa. Hier kann das eigene Haustier sich mal so richtig austoben. Und was gibt es Besseres, als mit seiner großen Liebe einem knuffigen Tierchen dabei zuzusehen, wie es seinen Spaß hat? Seid ihr bereit? Also dann, wünscht mir Glück. Hast du eigentlich zugehört? Das ist für Tiere. Menschen sind per Definition Tiere. Also kann ich mitmachen, richtig? Nein, das geht leider nicht. Oh, Menno. Aber ihr habt doch ein Haustier, oder? Lasst mal das Haustier ran, das keins ist. Dieses Rennen habe ich so gut wie gewonnen. Red macht das schon. Na gut, dann müssen wir ihn wohl ordentlich anfeuern. Gib mir ein R, gib mir ein E, gib mir ein D! Wahnsinn! Du warst wie ein roter Blitz!
Ja, bin auch ganz zufrieden. Irgendwann sollten wir dreimal gegeneinander antreten. Nichts lieber als das. Mhm. Durch ihr Haustier scheinen die beiden eine sehr innige Beziehung zu haben. Als sie gesehen haben, wie sich ihr Hündchen für sie angestrengt hat, hat es noch einmal richtig gefunkt. Zum Dahinschmelzen! Genau das habe ich gebraucht. Mein Kopf sprudelt schon über vor all den Ideen. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück in den Laden. Yoda hat übrigens noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Deswegen solltet ihr euch jetzt sofort zum Chocobo-Verleih begeben. So viele possierliche Tierchen. Ich bin schon auf diese neuen Kreationen gespannt. Welche Art von Badesachen gefallen dir denn so? Warum? Ach, reine Neugier. Erstmal sollten sie funktional sein. Wasserabweisendes Material und gute Wasserverdrängung sind wichtig, wenn man unter Wasser kämpfen will. Alles klar. Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Chocobos. Chocobo-Verleih, preiswert und gut. Unsere Nummer 1. Da seid ihr ja. Ich habe etwas ganz Tolles für euch. Ach, ihr habt noch keine Mitgliedskarte für den Chocobo-Verleih? Dann gebe ich euch die hier. Damit könnt ihr euch überall einen Chocobo leihen. Das ist Kima. Sie ist sehr liebenswürdig. Reitet mit ihr bis zum Muschelstrand. Dort könnt ihr eine schöne Zeit verbringen. Wie niedlich! Aber ein einfacher Ritt über den Strand wäre zu langweilig. Deswegen möchte ich, dass ihr dort Muscheln sammelt. Und wenn ihr schon mal sucht, haltet nach extra großen Exemplaren Ausschau. Ich warte hier auf euch. Und vergesst nicht, sammelt auch ein paar unvergessliche Erinnerungen für euch. Begebt euch zum Strand und habt eine schöne Zeit. Vergesst aber vor lauter Zweisamkeit nicht die Muscheln für mich. Viel Spaß euch beiden. Ist doch schon mal geritten. Aber das hier ist neu. Stimmt. Muscheln haben wir bisher noch nicht gesucht. Doch nicht die Muscheln. Hm. Sag bloß, du bist nervös. Quatsch. Ist doch ein Kinderspiel. Du bist nervös. Zieh dich zurück. Thank you.
Die Muscheln sollten ganz in der Nähe zu finden sein. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Neuer Versuch. Nimm das! Mir das! Nimm das! Ja! Dann übernimm. Mein Auftritt. Und weiter. Du bist dran. Ich mach das. Ich bin bereit. Ich zähle auf dich. Ich übernehme das. Zeig's uns. Dein Einsatz. Lass mich mal. Worte. Ich geb nicht auf. Übernimm du. Mein Kopf. Hier. Der Wind verdaht. Bereit? Ich leg los. Und los. Ja. Ja. Nimm das. Na? Zieh dich zurück. Mir nach. Der Feind ist geschwächt. Zack. So, jetzt geht's aber auf Muschelsuche. Dann mal zurück in den Sattel. Oh ja, glaub mir, das wird ein perfektes Date. Schon mal gesehen? Die ist ja riesig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in so einem riesen Ding mal ordentlich was an Muschelfleisch gesteckt hat. Würde ich gern mal probieren. Das überrascht mich jetzt.
hatten wir aber nicht besucht. Weg damit. Auf. Bereit? Auf. Interessante Form, oder? Weder zu groß noch zu klein. Wusstest du, dass man das Meerrauschen hört, wenn man sich eine Muschel ans Ohr hält? Nur eine Hohlraumresonanz. Ach komm schon, lausch doch mal. Danke, kein Bedarf. Hier. Also so kann ich nichts hören. So kleine süße Muscheln. Puh, gute Ausbeute. Ich denke, die sollten doch wohl reichen. Genug für heute? Was meinst du? Schließlich geht's hier nicht nur um mich. Wir sind doch beide auf diesem Date. An dieser Stelle wäre es angebracht zu sagen, am liebsten möchte ich noch viel mehr Zeit mit dir verbringen. Egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Du willst mich unbedingt mit dem Rücken zur Wand sehen. So würde ich das jetzt nicht sagen. Tut mir leid. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr mir ein paar tolle Muscheln mitgebracht? Hattet ihr Spaß bei eurem Ausritt?
Das ist ja... Wahnsinn, oder? Die gehört auf jeden Fall in ein Museum. Um ein Lächeln ins Gesicht seiner Liebsten zu zaubern, braucht es Muscheln oder eine schöne Erinnerung. Oder beides. Dank euch hatte ich gerade eine Eingebung für einen atemberaubenden Schnitt. Muss sofort zurück in den Laden. Kommt doch später bitte zum Veranstaltungsplatz am Strand von Costa. Dort findet unsere Modenschau statt. Bis dann! Beim nächsten Mal auf einem Schokobo reiten wir zusammen. Das würde ihn sehr langsam machen. Umso besser. Mehr Zeit, die Landschaft zu betrachten. Ich sitze aber vor. Na klar. Ich weiß doch, dass dir sonst schlecht wird. Diese Ungeheuer am Strand haben mir... Heute reist man per Wheelie. Mit diesem Teil schießt man sein Herzblatt ganz sicher ab. Das Rennen um die Liebe kann nur eine gewinnen. Und zwar die Trägerin dieses Teils hier. Wer das perfekte Date will, muss beim perfekten Outfit anfangen. Damit so ein Outfit auch richtig zur Geltung kommt, braucht es ordentlich Muskelmasse. Findet ihr nicht? Sixpack und Knackers gefällig? Kriegt ihr! Kommt noch heute zum Mann! Oh Mann! Wo kühle Recken schwitzen, damit die Muskeln blitzen! Ihr seid ja wirklich gekommen! Und? Wie hat euch unsere neue Bademodenkollektion gefallen? Ganz und gar fantastisch. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was wir dazu beigetragen haben. Die besten Inspirationen kommen uns immer, wenn wir Turteltäubchen in Costa beobachten. Genau. Costa del Sol ist das Paradies unter der Sonne. Hier verbringt einfach jeder eine schöne Zeit. Und die Erinnerungen dieser Leute fangen wir für unsere Mode ein. Wir wünschen uns nämlich, dass alle auch weiterhin am tiefblauen Meer... Unter dem endlosen Himmel. Und am glitzernden Strand nach Herzenslust Spaß haben. Na, wenn das mal nicht der gute Cloud ist. Ah, wir kennen uns doch vom Wallmarkt. Was machst du denn hier? Betriebsausflug. Wir sind jedes Jahr in Costa del Sol. Um ein bisschen zu entspannen und uns neue Outfits schneidern zu lassen. Da fällt mir ein, komm doch nachher mal vorbei, Cloud. Wir könnten da bei einer gewissen Sache nämlich gut die Hilfe des Alleskönners gebrauchen. Ich schau mal. Für euer niedliches Hündchen mal als Modell ausleihen? Das Design ist aber ziemlich gewagt. In der nächsten Saison erwarten wir noch viel mehr Liebespaare. Jetzt müssen wir nur noch mit der Produktion hinterherkommen. Ich warte im Trainingslager auf dich. Bekommen.
Gegend hat eine bewegte Vergangenheit, sagen die Leute. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigenes. Aloha! Schön, dich auch im malerischen Urlaubsparadies zu sehen. Das schreit doch nach einem Erinnerungsfoto. Du hast also auch ein Auge auf dieses Hotel geworfen? Du bist eben ein Kenner. Große Hotels machen zwar architektonisch mehr her, aber ich bevorzuge beschauliche Orte wie diesen. Vielleicht findest du ja noch ähnlich verborgene und doch eindrucksvolle Plätze. Neben Ratten zu schlafen brauche ich im Urlaub nicht. Nanu? Hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre. Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny! Warum bist du ich? Oh, Johnny! Wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Die Betten sind alle frisch bezogen. Hä? Yo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich's dir gesagt hab. Husch, husch. Na. Tja, voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur, meine Schuld sein, wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Ich bin einfach zu gut. Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen. Bruder! Ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann! Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also, ich finde, wir sollten ihm helfen. Also gut. Danke, Bruder! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Ich hab sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Beginnt eure Suche da!